Herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt RTL Skispringen 2007. Ja, beim letzten Mal haben wir Sondertraining mit Roglic eingelegt und da machen wir auch heute in diesem Video weiter. Wir sind hier gerade im Trainingsmodus drin, Zusatztraining und sollen mindestens irgendwie eine Punktzahl erreichen. Ich denke, das sollten wir jetzt locker erfüllt haben und trainieren dann erstmal wieder ein bisschen das Gewicht hier ab, was sich Roglic, naja, schon vor Weihnachten hier schon in der ganzen Saison angefressen hat. Mit der Weihnachtsgans. Nee, da wurde schon im Sommer, wie man dann in echt sagen würde, der Grundstein hier nicht gelegt. So, jetzt sind wir beim BMI schon bei 22,2. Und dann können wir auch wieder in Oberstdorf hoffentlich weit fliegen. Nach der Quali sind wir auf Platz 1. Das kam, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht vor. Ich meine, anhand der Punktzahl habt ihr das vielleicht gesehen. Die Bedingungen waren nicht so geil. Ja, auch jetzt immer noch starker Wind von rechts. Aber ja schon mal nicht ganz so schlecht. Ah, scheiße. Oh, keine Höhe. Durch den zu späten Absprung und mal wieder eine schlechte Landung, verkorkste Landung. Oh, das könnte sogar das Aus bedeuten. Oh mein Gott, wir sind zum Glück noch gerade so drin. Puh, es ist wieder der Scheiß-Seitenwind. Komplett von rechts, ey. Meine Fresse, ey, ich lenk da doch schon gegen wie so ein Bekloppter. Ja, schön, ey. Fuck. Ich meine, es ist gut, dass wir immer noch dabei sind. So geht einem nicht ein ganzer Durchgang flöten. Sonst wären wir in der Skiflugwertung völlig am Arsch. Aber das wirft uns natürlich schon weit zurück. Kommen noch auf die 12 vor. Das ist gar nicht so schlecht. Weltcup ist eh egal. Boah, das war noch Schadensbegrenzung, ey, ganz ehrlich. Das ging ja sogar voll klar. Die haben auch nicht besonders gut gepunktet. Jakobsen ist näher rangekommen, aber sag mal so zwischen Platz 2 und 5 ist das noch sehr offen. Nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen. Ja, Geld spielt überhaupt keine Rolle. Extra Training, wieder eine Weite zwischen 96 und 104 Metern. Ja, nochmal zum Equipment. Also auf das Geld achte ich überhaupt nicht mehr. Das ist auch scheißegal, was wir an Preisgeld kriegen. Ich kann mir eh nichts mehr kaufen. Außer wenn ich irgendwie alle Weltcup-Springen gewinne, dann kann man noch was Neues freischalten. Aber das ist schon echt ein krass hohes Ziel. Davon abgesehen haben wir schon die besten Sachen fürs Equipment. So, ich glaube, da müsste ich ziemlich genau drin liegen. Jawohl, 99 Meter. Weltcup-Springen Nummer 19 in Liberec, 19 von 27. Ich glaube, einen Sieg haben wir bislang noch immer nicht, oder? Irre ich mich da? Bisschen zu. Wer hätte die Absprungphase eingeläutet? Na, das war nicht der allerbeste Sprung. Dafür kann man sich, was die Noten angeht, wahrlich nicht beklagen. Das haben wir schon mal deutlich anders gesehen. Wofür reicht das Ganze? Vielleicht Top 10? Ja, 13. Mehr auch nicht. Das habe ich mir schon gedacht, dass das so in die Richtung geht. Vielleicht ein bisschen weiter vorne hätte ich schon gehofft, aber viel mehr nicht. So. Was können wir noch raushauen? Mann, ey, ich bin auch nicht auf der Höhe hier. Ne. Mit einem verpatzten Absprung. Ja, da kriegt man wieder Noten aus der Hölle, ey. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
Dass man nur, wenn man zu spät abspringt, schlechte Haltungsnoten kriegt. Damit geht's zurück auf Platz 17, 18, sorry. Immer noch Zehnter. Wir sind ziemlich gefestigt auf der 10. Viterka hat Freund inzwischen ordentlich überflügelt. Ja, Severin Freund fällt immer weiter zurück. Anders Bardal punktet ganz gut. Jakobsen auch. Loitzl auch jetzt in der zweiten Saisonhälfte stärker. Wieso? Ja, auf und ab, so durchschnittlich. Weiter geht's mit dem Weltcup in Liberec. Windstille, das ist gut. Na, jetzt mal wieder einen vernünftigen Absprung hinlegen, das ist wichtig. Tacken zu früh. Nee. Damit kommen wir nicht auf eine vernünftige Weite, ey. Das fühlt sich nicht so gut an. 84,8 Punkte. Boah. Keine Ahnung, wo wir da landen. Ja, auf Platz 12. Auch nicht besonders verwunderlich. Im Durchschnitt das Leistungsvermögen, was wir dieses Jahr abliefern konnten. Nicht umsonst haben wir hier die Nummer 10 auf dem Rücken. Ja, mit einem perfekten Absprung können wir noch mal ein paar Meterchen rausquetschen. Dass wir am Ende immerhin auf die 10 noch nach vorne kommen. Jakobsen gewinnt vor Goldberger und Peterka. Damit hier alles beim Alten. Schauen wir mal wieder, was das Zusatztraining macht. Eben habe ich es, glaube ich, einmal nicht geschafft. Die Weite war nicht erreichbar, zumindest nicht mit einer vernünftigen Landung. Muss ja ein Telemark machen. Sonst zählt das nicht. Ja, wenn man einfach so die Weite rausquetscht mit einer Bruchlandung, das hilft nicht. Hier mussten wir auf eine Punktzahl von 69, glaube ich, kommen. Easy geschafft. BMI 22,1, das sieht schon mal gut aus. Ja, boosten wir mal weiter die Sprungkraft. Alter, ja, das sind doch mal ganz vernünftige Trainingsfortschritte. Darauf lässt sich aufbauen. Vielleicht schaffen wir dann jetzt in der im letzten Drittel der Saison auch noch mal ganz vorne zu landen. Wieder Oberstdorf. Das letzte Mal waren wir beim Skifliegen hier. Jetzt ist es die Normalschanze. Oder nennt man, glaube ich, auch Großschanze, ne? So Hillsize 140 oder sowas. Normalschanze ist ja richtig klein, dann so 90 bis 100 Meter, die geht da auf der anderen Seite, glaube ich. Hier daneben. Ein guter Sprung, würde ich sagen. Viel mehr hätte ich da jetzt nicht rausholen können. Mutlich wieder so um Platz 10 circa. Ja, 12. Ey, wir sind auch ständig 12. nach dem ersten Durchgang. Da fehlt einfach so viel Boden bis nach ganz vorne. Das ist unfassbar. Außer einzig im Skifliegen, da, wenn ich nicht gerade Scheiße baue, können wir ganz vorne landen. Boah, guter Sprung. Na, was ruderst du denn so ab? Na, die Noten. Haltungsnoten sind auch so wichtig in diesem Spiel, ey, das ist der Shit. Kannst du besser, keine Ahnung, 3 Meter kürzer springen und vernünftig landen, ja, das hat gerade so gereicht. Aber mehr als Platz 11. Also unser Standardergebnis hier. Mal wieder ein Win für Peterka. Schauen wir mal so auf die zweite Hälfte, nur so aus Interesse, wie das da so aussieht. Ja, aber ich denke, wir werden wohl so ungefähr auf diesem Platz plus minus bleiben bis zum Ende. Jetzt haben wir hier zum Abschluss nochmal ein zweitägiges Event. In Sapporo, nordische Ski-WM, 2 Wettkämpfe. Nehmen wir die Quali mal mit. Sich jetzt auch nicht so mega besonderes, aber nochmal ein eigenständiger Wettkampf, wenn man so möchte. Die nordische Ski-WM. Ja, solider Quali-Durchgang, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ehrlich gesagt die WM darstellen soll. Das ist immer ein bisschen
Weird. Das andere heißt zum Beispiel auch Skiflug-WM. Wobei das auch mehr der Skiflug-Weltcup ist. Man hat hier nämlich sechs Wettkämpfe. WM ist ja nicht über sechs Wettkämpfe, aber scheiß drauf. Im Spiel Nordische Ski-WM. 2 Tage Sapporo und da. Ja, können wir zumindest nochmal bei Null starten. Das ist der Vorteil. 106 Meter. Boah. Würde ich jetzt gar nicht so den Kopf hängen lassen. War doch ganz gut. Ja, Platz 4. Das ist doch sehr stabil. 98 Punkte, circa, ja. In Richtung Top 3 wollen wir angreifen. Das wäre doch nochmal was. Jawohl, guter Absprung. Jawohl. Für die Führung reicht's. Da lege ich mich fest. Ah, ich sag, einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. Guter Sprung. 9 Punkte Vorsprung. Peterka knackt uns. Goldberger. Alter. Okay, ich habe nichts gesagt. Peterka war knapp. Den haben wir immer in einem zweiten Durchgang geschlagen. Alter, Andreas Goldberger. Holy shit, was hat der denn in den zweiten Durchgang da gepackt? Ja, hier wird es auch wieder so gezählt. Also für uns gut, dass wir nahe hinter Peterka waren. Es bleibt spannend, aber Goldberger hat schon echt einen Grundstein für den Sieg gelegt. So, gucken wir mal, ob wir nochmal ein erfolgreiches Zusatztraining hier hinkriegen können. In letzter Zeit hat sich das ein bisschen schwieriger gestaltet. Der Anlauf ist aber auch immer so lächerlich low, ne? Dass du selbst bei einem normalen Absprung schon fast auf dem Vorbau aufkommst. Und wenn man den Punkt nicht erreicht, dass man Weitenpunkte kriegt, ey, dann kommt man auch auf keine vernünftige Punktzahl. Das haben wir jetzt aber immerhin geschafft. So mit BMI stabil eigentlich im 21er Bereich. In der Fitness will ich mal. Junge, das ist so verbuggt, ey. Und here we go, letzter Wettkampf. Ja, Simon Ammann, gegen den können wir wetten. Roland Krusic hat hier den Rekord. Das war doch, glaube ich, früher Robert Kann jetzt, ne? Quali-Durchgang. Nehmen wir mal mit. Ein bisschen Selbstvertrauen. Boah, so wie tief, ey. Um 90 Meter. Boah. Boah. In der Quali bekleckern sich die anderen auch nicht unbedingt immer mit Ruhm. Also, ich habe nicht so drauf geachtet, wo jetzt die Punktzahl ist, aber jetzt sind wir Achter. Das war auch kein besonders guter Sprung. Da, jetzt im Duell würde ich sagen gegen Peterka. Erstmal müssen wir was Gutes abliefern. Jawohl, schönes Ding. Aber das sind aber echt schwierige Bedingungen. Nicht viel Anlauf, keine Windunterstützung. Der war perfekt, der Sprung. Ach komm, gibt doch was anderes als eine 18,5 Penner. Oh, also, da habe ich wirklich das Maximale rausgequetscht. Gute Landung. Ey, ein, zwei Pünktchen mehr. Ja, das hätte eigentlich die Führung sein müssen, ganz ehrlich. Peterka, oh, der ist so gut, der Junge, ey. Goldberger, Peterka und wer war da eben noch? Bader, glaube ich, ne? In den Top 3. Nur Platz 9. Ja gut, ich sag mal, ein bisschen fühle ich mich bei dem Sprung gerade beschissen von den Kampfrichtern. Zumindest für so 2 Plätze weiter nach vorne. Viel Unterschied hat das auch nicht gemacht. Mehr. Ja, immerhin nicht Platz 12, ne? Jetzt sind wir schon mal in den Top 10. Jawohl. Perfekter Absprung. Jawohl, nice. Wir holen das Maximum raus, ey. Mehr geht echt nicht. Das war absolut am Anschlag. Gib doch eine 20. Wo gab es da was auszusetzen? Habe ich vielleicht irgendwie die Arme? Schauen wir uns das mal an. Vielleicht war ich auch so im Fokus, dass ich es nicht mitbekommen habe, dass wir mit den Armen ein bisschen was gemacht haben.
Ja, gut, ganz leicht mit dem Rechten. Keine Ahnung, ob das so viel Gewicht hat. Also Auswirkung. Siebter Platz. Stabil. Zweiten Durchgang, ganz konkurrenzfähig, ne? Viertbester. Platz 4 oder 5? Ah nein, 0,7 Punkte. Ah. Und es fehlen 5,9 auf den dritten. Ah ne, Koch war es, nicht Bardal. Den Koch, ja, starker Wettkampf heute, kann man nicht anders sagen. Aber von uns auch die 2 Tage sehr solide. Kann man nicht meckern, das ist erstmal eine gute Basis. Ja, der Gesamtsieg geht hier an Goldberger vor Peterka und Koch. Da haben sich jetzt mit Goldberger und Koch nochmal 2 nach ganz vorne gesprungen. Ihr habt es gesehen auf den Leibchen. Nummer 6 und Nummer 8. GG auf jeden Fall an die. So, was steht bei uns zunächst in nächster Zeit an? Lahti. Nordische Tournee. Da 4 Wettkämpfe und dann noch 2 in Planica, Skiflug-WM. Das ist dann das Saisonende. Sommer-Grand Prix lassen wir aus. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schließen wir dann diese Saison ab. Zum Ende hin geht es noch in die richtige Richtung. Das gibt mir Hoffnung nochmal für eine anschließende Saison, wo wir dann um Siege mitspringen können und auch wieder Siege erreichen werden. Sage ich mal, da ist das Ziel Weltcup-Gesamtsieg und Vierschanzentournee gewinnen. Ich sage nicht jedes Springen, das nicht, aber ich will die beiden Dinger nächstes Jahr gewinnen und damit nochmal einen schönen Abschluss erreichen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt RTL Skispringen 2007. Bis dahin, macht's gut, ciao.